Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 29.04.2024. Und nachdem unser DAX ja zum Donnerstag ein bisschen dieses Cockpit nach unten gedreht hat, um ja Richtung Erde wieder zu gucken, kam jetzt nochmal ein bisschen Schub aus den Düsen raus. Er hat dann nochmal einen neuen Treibstofftank ranbekommen und auch neue Schubdüsen. Und da ging es nochmal eine ganze Etage höher. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir insbesondere hier am Abwärtstrend nochmal einen Pullback vollzogen hatten. Das heißt, wir haben den Ausbruch von oben kommt nochmal bestätigt und hatten gesagt, wenn er sich da jetzt gut anstellt, und das war ja zum Zeitpunkt der angesprochenen Analyse auch schon ein bisschen absehbar, weil er ja unmittelbar nach 22 Uhr hier auch vorbürstlich schon hochgehoben wurde, hat man gesagt, dass wenn er das halten kann und verteidigt, da nichts gegen spricht, auch in die 1880, 1820 reinzulaufen, wenn nicht auch sogar schon in die 1890, 1860. So, die 80 haben wir erreicht, 1,20 haben wir erreicht, 1,90 haben wir erreicht, was jetzt noch fehlte, wäre die 2,60, 2,30, 2,30, 2,60, der Bereich könnte somit eigentlich zum Montagmorgen auch direkt dann schon angerannt werden. Ja, und dann wird das sehr interessant, wie verhält es sich dort, prallt er von dort wieder ab oder prallt er grundsätzlich jetzt hier nach unten ab, ja, oder schiebt er einfach nach oben durch, weil wenn er nach 10 Uhr dann auch noch weitere Tageshochs nachstellt und nicht bloß früh nach oben spritzt, dann spricht er überhaupt nichts dagegen, hier eine 3,36, wenn nicht gerade 4,20 schon wieder anzulaufen. Das wäre durchaus am Montag möglich und auch zu erwarten. Ja, im Tageschart kann man vielleicht auch mal drauf gucken. Da ist sogar noch ein bisschen mehr möglich, wenn wir hier aus der Perspektive gucken und sagen, okay, der etabliert sich jetzt wieder über dem mittleren Band. Nachdem es vom unteren Band ist und vorher auch vom oberen bis zum unteren durchgereicht wurde, hätte er hier jetzt auch das Potenzial, wieder ans obere Band ranzugehen. Und das liegt schon mal bei 18.500. Also das sollte man die Woche ein bisschen im Blick haben. Dennoch ist die Börse keine Einbahnstraße. Ich erwarte hier auch eigentlich eher noch ein bisschen Geschiebe. Rechne gar nicht damit, dass der jetzt nach oben raus eskaliert wie so ein Blöder. Aber wenn das tut, wird es trotzdem long handeln. Also dann stelle ich mich da überhaupt nicht dagegen oder versuche Short, weil mir das zu übertrieben scheint. Nee, dann wird das genommen, wie es ist, und dann drückt man einfach nach oben raus. Ja, also Platz hätte er in dem Falle auf jeden Fall genug, sollte zurückkommen. Fände ich es eigentlich schön, wenn er versucht, einen 1,20 nach oben zu halten. Ja, also kleiner Rücksetzer auf einen 1,20, das würde ich ihm verzeihen. Wenn er dann wieder hochdreht, würde ich auch weiter long handeln und auch auf neue Hochs spekulieren. Auch nochmal drauf spekulieren, dass wir einen 2,30, 2,60 kriegen. Tiefer wäre ich ein bisschen vorsichtiger, würde vielleicht mich erstmal ein bisschen zurückhalten mit long. Ich würde jetzt nicht unbedingt short gehen, aber im Grunde genommen hätte man dann die Möglichkeit, auf eine 18,80 hinzuhandeln, auf eine 18,40 hinzuhandeln. Ja, das wird der erste Supportbereich, der große. 18,80, 18,40. Und wenn das nicht hält, dann reden wir hier auch über eine 17,59 wieder. Ja, und wenn er dann hier unten steht, sieht es gar nicht mehr so schön aus, wenn das Hoch denn dann ein tieferes Hoch wäre, ja, weil er dann ja nochmal nach unten richtig durchladen würde. Ja, und deswegen, wie eingangs gesagt, fände ich es eigentlich schick, wenn er die 18,120 nach oben verteidigt, für den Fall, er will oben raus. Ja, wenn er das gehalten kriegt und gewuppt kriegt und er macht dann nach 9 Uhr, nach 10 Uhr, immer wieder neue Tageshochs rein, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man da oben ein bisschen raussegeln könnte. Ja, 2,60, 3,35, 3,36 bis 4,20, das wäre sogar Montag schon machbar, ja. Muss nicht zwangsweise schon Montag kommen, kann auch Dienstag kommen, aber es wäre rein von der Bewegungsdynamik, die wir hier vom Tief weg sehen, auch mit dem vollendeten Rücklauf, der jetzt wieder aufgetreten hat, es ist locker möglich, da oben an die lila Linie ranzuspringen. Ohne Frage. Ja, und Punkt. Das ist es eigentlich. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Seminarsachen, ja, wer da noch Interesse hat, kann eine Mail schicken. Ich mache mich jetzt auch direkt dran. Ja, sobald dies raus ist bis morgen früh, sollte jeder eine Antwort von mir bekommen haben. Wenn nicht, dann guckt in die Spam-Mails auch nochmal rein. Ich schicke jetzt auch für diejenigen, die noch auf die Rechnung warten, die Rechnung raus. Ich nehme mir jetzt die paar Stunden noch Zeit, hacke jetzt noch schnell das Webinar durch, dass die Mitschrift rausgeht an alle, die im Verteiler bei uns mit drin sind. Und danach setze ich mich an die ganzen Seminar-Mails und mache das noch fertig, dass man da auch mal ein bisschen weiterkommt. Ja, gut. Ja, Punkt, Ende, aus. Ich mache hierzu, wünsche euch viel Erfolg am Montag und bis morgen. Tschüss.